Die sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Und genau deswegen stehen wir heute hier. Das TV-Duell des Jahres zwischen der AfD Thüringen und CDU Thüringen, zwischen Höcke und Vogt, hält ganz Deutschland in Atem. Und jeder will jetzt analysieren, wer hatte recht, wer lag mit den Fakten auf der richtigen Seite und wer hat sich rhetorisch besser geschlagen. Ich möchte nicht hier noch einmal alles wiederholen und nachspulen, was jeder andere schon gesagt hat. Deswegen habe ich mir einige Aspekte herausgesucht, die ich besonders bemerkenswert finde. Nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Dabei geht es nicht um Ästhetik, sondern mehr darum, wie diese Debatte jetzt von außen wahrgenommen wird. Bleibt dran! Diese Debatte wurde bereits seit einiger Zeit mit Hochspannung erwartet aus allen möglichen politischen Lagern. Und es gab sehr viel Kritik dafür, dass ausgerechnet Höcke, eine Plattform von der Welt, einem Mainstream-Kanal, geboten wurde. Höcke gilt als der rechte, rechtsextreme Rand der AfD. Natürlich spielt da ganz viel Mainstream-Presse mit. Und wie er dargestellt wird in den Medien. Und genau deswegen ist es doch jetzt besonders schön zu erleben, vor der Kamera real seine Stimme, wie er sich wirklich in der Debatte schlägt, wie er seinen Gegner konfrontieren kann, ob er überhaupt sachliche Argumente vorzuweisen hat. Und vielleicht ist er doch einfach nur der Nazi, den alle in ihm sehen. Und damit kommen wir gleich zu meinem ersten Punkt. Das Allerwichtigste an der Debatte war, dass Höcke eine Präsenz gegeben wurde. Damit konnte er unter Beweis stellen, dass die AfD und er als Repräsentant der AfD sich nicht in eine rechtsradikale, rechtsextreme Nische begibt, sondern dass er sachliche Argumente eben hat und diese auch gerne präsentieren möchte. Denn wer aus dem AfD-kritischen Lager sieht sich denn noch eine Höcke-Rede wirklich von vorne bis hinten an? Stattdessen werden nur die Schlagzeilen gelesen und vielleicht mal ein paar Beiträge im Mainstream-Fernsehen angesehen, wo dann Sätze herausgerissen werden oder ihm das Wort im Mund umgedreht wird. Bei einer Debatte kann das nicht passieren. Wenn die ganze Debatte vorgestellt wird auf dem Weltkanal, und dafür respektiere ich den Weltkanal sehr, dann besteht eben nicht die Chance, Worte und Sätze zu sezieren, wie es gerade am besten passt, um ein möglichst negatives Bild von Höcke zu vermitteln, am besten noch mit dramatischer Musik zu untermalen. Ein Punkt, der jetzt aber natürlich zu Recht von vielen AfD-Befürwortern genannt wird, ist die Tatsache, dass bei der Debatte die Moderatoren natürlich eine sehr voreingenommene Position eingenommen haben. Und es war klar ersichtlich, dass beispielsweise Höcke mehrmals unterbrochen wurde. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Herr Höcke. Und einige rhetorische Auslegungen und Fragestellungen der Moderatoren wiesen definitiv darauf hin, dass sie Höcke kein leichtes Spiel machen wollten. Aber ich finde, das macht es umso spannender. Denn Höcke ist ein Kandidat, der sich genau diesen Versuchen, ihm ein Bein zu stellen, sehr gut selbst stellen kann. Ich finde, Höcke hat seinen Gegner sehr souverän konfrontiert und sich charismatisch zurückgehalten. Das heißt, er hat sich eben nicht provozieren lassen, sondern er war bereits gefasst auf die Anschuldigungen, teilweise auch Beleidigungen gegen ihn. Das ist ein Punkt, der mir sehr ins Auge gestochen ist, dass Vogt versucht hat, teilweise mit clever, sarkastischen, und das muss ich in Anführungsstriche setzen, Seitenhieben, ihn in die Ecke zu drängen oder wahrscheinlich eher zu provozieren. Denn er verwendete ad hominem Argumente, bezeichnete ihn als Faschisten, aber nur auf eine subtile Art, denn er sagte, ich muss ihn ja nicht als Faschisten bezeichnen. Das hat bereits ein Gericht getan. Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Das muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage. Aber davon ließ sich eben Höcke nicht auf die Palme bringen. Und das ist ein sehr, sehr bemerkenswerter Aspekt. Denn ich glaube, genau das haben sich insgeheim einige Gegner der AfD gewünscht. Um endlich das Monster zu zeigen, das sie in Höcke sehen. Und genau das hat Höcke aber nicht getan. Höcke ist kein Monster und er hat hier eine sehr professionelle Rhetorik an den Tag gelegt.
Einige sagten, vielleicht hätte man Alice Weidel beispielsweise lieber die Debatte führen sollen. Da stimme ich absolut nicht zu, denn gerade weil Höcke so in die Kontroverse geraten ist in letzter Zeit und auch schon über einige Jahre, ist es umso wichtiger, dass gerade er derjenige ist, der auserwählt wird, um zu beweisen, dass selbst das, was als das extremste Milieu der AfD betrachtet wird, eben nicht die Anforderungen erfüllt, die man sich von einer rechtsextremen Nische eben erwarten oder erhoffen würde insgeheim. Inzwischen habe ich ja fast den Eindruck, dass AfD-Gegner und Gegner jeglicher Dissidenten sich geradezu daran aufgeilen, wenn wieder irgendein mental kranker Mensch durch die Gegend rennt und rechtsextreme Parolen ruft, als wenn das auch nur ansatzweise die AfD repräsentieren würde. Anstatt sich zu fragen, ob Höcke der richtige Kandidat war, sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen, ob Vogt der richtige Kandidat war. Denn er war meines Erachtens rhetorisch wirklich unterirdisch und hatte eine sehr schwache Positionierung in dem Ganzen. Er war nicht sehr charismatisch, sondern eher unbeholfen. Und wenn ich jetzt in der CDU wäre oder AfD-Gegner, dann würde ich lieber die Klappe halten, als anschließend zu behaupten, dass er gewonnen hätte. Denn so wird nur mehr Aufmerksamkeit auf die Debatte gelenkt. Die Aufmerksamkeit ist sowieso am Höhepunkt und es war beschämend. Die CDU und das AfD-Lager feierten den Auftritt ihres jeweiligen Kandidaten bereits als Erfolg. Das Fazit am Ende ergab jedoch, dass der Landes- und Fraktionschef der Thüringer Christdemokraten Mario Vogt Vorteile hatte. Aber aus wählerischer Sicht war es auch nicht unklug, Vogt zu wählen, denn er repräsentiert den eher konservativeren Rand der CDU. Und damit wurden besonders jetzt die Grenzwähler aufmerksam gemacht auf diese Debatte. Diejenigen, die noch pendeln und tendieren zwischen AfD und CDU und sich vielleicht mit dieser Debatte aus dem CDU-Lager herauslocken lassen oder eben umgekehrt, je nachdem, wie man die Debatte letztendlich bewertet. Ich weiß, dass viele da draußen gerade noch Schrödingers Wahlzettel in der Hand halten und sich nicht ganz einig sein können, ob sie jetzt lieber AfD oder CDU wählen wollen, weil eben die AfD womöglich zu rechtsextrem ist und sie damit nicht assoziiert werden wollen. Das heißt, hiermit wurde ihnen jetzt ein glasklarer Auftritt geboten. Was auch sehr schön ist, ist die Tatsache, dass dadurch, dass ausgerechnet Höcke vor die Kamera gelassen wurde, wir damit eine Art Präzedenzfall geschaffen haben. Von jetzt an könnten solche Auftritte vermehrt auch im Mainstream ankommen. Das würde ich besonders mir wünschen und auch respektieren. Deswegen, selbst wenn eine gewisse voreingenommene Haltung der Moderatoren und Journalisten in dem Ganzen zu erwarten ist, natürlich, dennoch ist es doch eine wichtige Plattform, dass wir uns eben nicht in einer Echokammer in den alternativen Medien verlieren, sondern wir uns auch dem Mainstream etwas annähern können. Letztendlich müssen wir uns bewusst machen, dass hier Politik für ganz Deutschland gemacht wird. Und deswegen ist es wichtig, die Hand auszustrecken nach denen, die bislang AfD-kritisch sind. Ich gehe jetzt noch auf ein paar inhaltliche Aspekte ein. Erstens zum Thema der EU, finde ich, hat Höcke es sehr schön zusammengefasst, als er sagte, wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, damit das wahre Europa leben kann. Gerade da Vogt ihm immer wieder vorgeworfen hat, dass er Europa zerstören würde, indem er sich von der EU trennt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die EU eben nicht mehr europäische Freundschaft und Zusammenarbeit repräsentiert, sondern mehr eine Globalisierungsmaschine geworden ist. Es geht auch bei der, in Anführungsstrichen, Zerstörung der EU nicht darum, jeglichen Kontakt zwischen den Ländern zu kappen und dafür zu sorgen, dass keine Zusammenarbeit mehr zustande kommen kann, sondern ganz im Gegenteil, es soll wieder mehr Zusammenarbeit und weniger Schmarotzerei zwischen den Nationen geschehen. Das ist es. Die EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftsraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Besonders wichtig als Hauptthema der AfD war jetzt natürlich die Migration und auch die Remigration. Da wird jetzt ein Satz besonders hervorgehoben, den angeblich Höcke gesagt hat in einer Rede. Diese Rede habe ich mir sogar herausgesucht und komplett angesehen. Ich weiß nicht, wie wir diesen einen Satz bewerten sollen. Er sagte darin,
20-30% Deutschlands sollte man ausweisen. Das ist aber nicht das direkte Zitat, sondern in dem Kontext dieses Zitates bezog er sich auch auf die Zukunftsvision Deutschlands. Und wenn wir den Geburtenrückgang in Deutschland und den Zuwanderungsstrom zusammennehmen, dann wird in Zukunft tatsächlich eine solche Situation sehr realistisch sein, dass Deutschland zu einem sehr großen Anteil nur noch aus grenzlegalen Migranten besteht. Und dann wären diese Zahlen von 20-30% realistisch. In der Rede selbst ist es aber nicht eindeutig, ob es sich jetzt auf die Zukunft oder auf die aktuelle Situation bezieht. Ich finde aber letztendlich ist es auch irrelevant, denn es ist unwahrscheinlich, dass die AfD wirklich jetzt eine Umsetzung von 20-30% Ausweisung angehen würde. In derselben Rede hat Höcke auch immer wieder klargestellt, es geht nicht darum, wirklich integrierte Deutsche auszuweisen, sondern er hat wirklich sich darauf fokussiert, auf illegale Migranten und auf Personen, die einfach in diesem Land keine Integrationsfähigkeit vorweisen können. Kontrovers war bei dieser Rede auch, dass er Türken genannt hat und jetzt sollen die Türken ausgewiesen werden. In diesem Kontext sagt er ganz explizit, es gehe um Türken, die in letzter Zeit dazugekommen seien. Und zwar welche, die sich jetzt als Asylanten hier vermerken wollen. Und das ist natürlich widersprüchlich. Das hat natürlich mit wirklich einem Asylantrag nichts zu tun. Deswegen, es geht nicht darum, lange schon hier angesiedelte Türken wieder auszuweisen, sondern es hat einen anderen Hintergrund. Die meisten davon sind Syrer, die zweitgrößte Gruppe sind übrigens Türken. Türken, also ein NATO-Land, ein Bündnispartner von uns, ein Land, von dem man vor wenigen Jahren, mittlerweile ist das so ein bisschen auf Eis gelegt, unterschwellig wird es weiter betrieben, dem man eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt hat, jedenfalls einige Protagonisten, politische Akteure. Dieses Land ist ein Land, dessen Staatsbürger in Größenordnung nach Deutschland auswandern und hier zu 54% als Asylbewerber anerkannt werden. Ein Problem, was ich bei Vogt auf jeden Fall gesehen habe, ist, er hat zwar sich dafür ausgesprochen, ja, die CDU muss auf jeden Fall auch illegale Migranten ausweisen, aber natürlich hat er komplett abgelehnt, dass die CDU von vornherein verantwortlich für den ganzen Migrantenstrom war. Und das ist eben eine sehr peinliche, ja, nicht einmal eine Ausrede hat er gefunden. Der sagte einfach nur, es sei absurd. Und hat sich davon provozieren lassen, in diesem Fall, als Höcke das ihn an den Pranger gestellt hat und gesagt hat, ja, ihr seid diejenigen, die verantwortlich sind für die Migrationsfälle seit 2015. Es war Ihre CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die Grenzen geöffnet hat bzw. nicht geschlossen hat und die Willkommenspolitik ausgerufen hat. Ab 2015 sind in den Folgejahren 10 Millionen Menschen zu uns gekommen, viele von denen illegal. Die Gesamtkosten dieser Zuwanderung belaufen sich laut Professor Rafelüschen auf 5,8 Billionen Euro. Billionen Euro, das ist die Nachhaltigkeitslücke. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Die Gewaltkriminalität explodiert durch die illegale Einwanderung. Diesen Schaden haben Sie verursacht. Unser Sozialsysteme stehen kurz vor dem Kollaps. Mittlerweile haben wir in NRW mehr als 50% Bürgergeldempfänger, die Zuwanderer sind. Hätte Vogt an dieser Stelle gesagt, ja, da haben wir einen Fehler gemacht, dann hätte ich das wirklich respektiert. Man kann seine Meinung ändern und man kann seinen Kurs ändern. Das ist in Ordnung. Aber da er das nicht gemacht hat, ist doch wirklich nur in Frage zu stellen, ob die CDU jetzt tatsächlich vorhat, etwas gegen die illegale Migration zu unternehmen. Ein weiteres Problem ist, kein Mensch ist illegal. Und das sage ich jetzt gar nicht so sarkastisch oder mit einer Ironie, denn es werden einfach Migranten legal gemacht. Illegale Migranten werden in neue Prozesse geschoben, sodass sie möglichst schnell ihren deutschen Pass kriegen und umso schwerer wird einfach der Abschiebungsprozess gemacht. Und so werden sie in Anführungsstrichen legalisiert. Und dann gab es den Doppelpass in Deutschland und man hat das Jus Sanguinis aufgelöst, immer mehr zum Jus Soli entwickelt. Und jetzt wollen Faeser, Scholz und Co. und Baerbock und Co. unsere Staatsbürgerschaft mehr oder weniger, man muss es ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht viel übertrieben, jedem in die Hand drücken, der über die Grenze stolpert. Das ist das Ergebnis, wenn dieses neue Staatsangehörigkeitsrecht verabschiedet wird im Bundestag.
Der zweite Schwerpunkt der Debatte war auf jeden Fall Putin, die Frage nach der Waffenlieferung in die Ukraine. Höcke ist gegen die weitere Waffenlieferung und Vogt ist davon empört und auch die Mainstream-Medien sind davon eher empört, denn die Ukraine muss sich doch in eine Verteidigungsposition stellen können. Putin will Frieden. Wie bitte? Sehen wir doch die Fernsehbilder, was da passiert. So, also das, es fällt mir schwer, in diese Stilkritik zu gehen. Also was soll man denn dazu sagen? Putin will Frieden. Also wo kann man das durchgehen? Und das, was in dem Krieg passiert, ist absolut sadistisch. Und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, die vielen Familien, die zerrissen werden, die vielen Menschen, die darin sterben, die Soldaten. Und dabei rede ich nicht nur von Russen, sondern ganz genauso auch von den Ukrainern. Die Ukrainer sind nur die Puppen, die Bauernopfer ihrer Regierung und Zelenskys. Aber wir kommen nicht zu einem Waffenstillstand, indem wir immer weiter Waffen liefern. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wir brauchen einen Waffenstillstand an der Ich hatte nur nach Waffenlieferungen gefragt. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch mit der Kriegsrhetorik der CDU nicht wirklich weiterkommen. Die Äußerungen von Herrn Kiesewetter sind unerträglich. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen, muss zu Friedensgesprächen einladen. Das heißt, keine Waffen. Wir erinnern uns jetzt noch einmal an den Taurus League, der erst vor kurzem rauskam. Die deutsche Bundeswehr hatte vor, deutsche Soldaten in den Krieg zu schicken und extrem aggressive Taurus-Waffen gegen Russland einzusetzen, um damit die Ukraine zu unterstützen. Das ist keine defensive Maßnahme. Das ist wirklich aggressives Verhalten und das ist auch ein Hintergehen der Gegenseite. Das heißt, was hier die Moderatoren und Vogt immer wieder sagen oder implizieren, auf Putin ist doch kein Verlass. Wie sollen wir uns darauf verlassen, dass wenn wir mit ihm Waffenstillstand knüpfen, dass er sich auch wirklich daran hält? Wie soll Putin uns denn vertrauen? Putin wird immer wieder diffamiert als ein blutrünstiger Machtherrscher, als ein Psychopath. Aber so sehe ich ihn nicht unbedingt. Ich sehe ihn auch nicht als wunderbaren, moralisch perfekten Menschen. Nein, ich sehe ihn aber als einen intelligenten Herrscher, dem es darum geht, die globale Balance wiederherzustellen. Denn er hat selbst nichts von dem Krieg. Und er hat schon lange auf Papier das Angebot, Frieden wiederherzustellen. Und das wurde immer wieder von den USA und von dem Westen abgelehnt. Ohne mich jetzt hier an die Seite von Putin zu stellen. Warum möchten wir nicht den Waffenstillstand versuchen? Warum wollen wir uns gar nicht auf eine diplomatische Lösung einlassen? Warum wollen wir den Krieg so lange auszehren, wenn es uns doch angeblich darum geht, die Menschenleben zu retten? Und deswegen jetzt Höcke schlecht zu machen, weil er sich an die Seite von Putin gestellt hat. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht vermittelt bekommen in seiner Repräsentation der Lage. Sondern es geht um Waffenstillstand. Es geht um Frieden. Die AfD ist in meinen Augen eine Friedenspartei, eine diplomatische Partei. Und alle, die weiterhin Waffen in das Ganze involvieren wollen, sind Kriegstreiber. Punkt. Das waren für mich die wichtigsten Aspekte der Debatte. Vielen Dank, dass ihr euch jetzt dieses Video auch noch angetan habt, nachdem ihr wahrscheinlich schon einige der Faktenchecks euch selbst angesehen habt. Vielleicht könnt ihr daraus nochmal etwas Neues mitnehmen. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da und ich bedanke mich herzlich für eure Unterstützung, denn meine journalistische Arbeit lebt nur davon, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Meine Videos werden von vornherein demonetarisiert. Alle Links, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr die Debatte bewertet, auch wenn ihr positive Aspekte zu Vogts Darstellung in der Debatte habt. Bin ich interessiert daran, was ihr zu sagen habt, denn ich möchte hier einen Diskussionsraum offen für alle stellen. Lasst dem Video gerne ein Like da und denkt auch daran, den Kanal zu abonnieren, denn ich sehe, dass einige Zuschauer meiner Videos, fast die Hälfte, überhaupt nicht abonniert sind. Ich wünsche mir, dass ihr zurückkommt. Deswegen damit bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ganz viel Kraft für die nächste Zeit.